In diesem Moment geht es los mit dem Streik, von der SDA. Die Schweizerische Depeschenagentur streikt. Das ist ein historischer Moment. Wir sind hier live aus Bern. In den letzten Tagen, gestern, ist bekannt worden, dass die SDA ein Viertel von ihren Stellen streichen wird. Und darum legt die SDA heute ihre Arbeit nieder, hier in Bern, am Hauptsitz der SDA. Von diesen 180 Mitarbeitern werden diverse entlassen oder die Arbeitszeiten werden verkürzt. Die Stimmung ist ganz schlecht. Es hat einen Twitter-Account gegeben, wo Inside SDA raustwittert, aus der SDA-Redaktion. Und dort hört man fast schon zynische Kommentare von der SDA-Redaktion zum Vorgehen von der Geschäftsleitung hier bei der SDA. Man sieht auch, die Medien haben sich versammelt und in diesen Minuten, Punkt 2, wird SDA ihre Arbeit niederlegen. Wenn Sie sich denken, ich habe noch nie von der SDA etwas gelesen oder gehört, dann täuschen Sie sich wahrscheinlich. Die SDA, das ist eine Depeschenagentur und die beliefert mehrere oder fast alle Schweizer Medien mit Informationen, mit Newsinformationen. Ist somit relativ wichtig für den Schweizer Journalismus. Eine tragende Rolle wird ihm auch nachher gesagt, der Arbeit der Schweizerischen Depeschenagentur. Mit da an der Kundgebung sind auch Politiker und Gewerkschaften. Von der Gewerkschaft Syndicum ist da der Christian Gapacue. Herr Gapacue, Sie von der Syndicum sind jetzt da. Es gibt einen Sozialplan für die Mitarbeiter von der SDA. Warum gehen Sie trotzdem auf die Straße? Der Sozialplan ist noch nicht abgemacht. Es haben Gespräche zum Sozialplan sind aufgenommen worden. Aber der Sozialplan ist das letzte Mittel, wenn Kündigungen tatsächlich ausgesprochen werden sollen. Die Hauptforderung ist immer noch, dass Kündigungen müssen überprüft werden. Sind tatsächlich so viel nötig? Oder kann man da noch etwas machen? Und die Leitung muss jetzt transparent schaffen und die Zahl auf den Tisch legen, damit man tatsächlich darüber diskutieren kann. Also Sozialplan ist das letzte Mittel und nicht der Anfang der Verhandlungen. Jetzt ist das ja erst gestern bekannt worden, dass Ausmaß ein Viertel der Journalisten von der SDA sollen entlassen werden. Was bedeutet das aus Sicht der Gewerkschaft für den Journalismus? Die Leitung setzt damit eigentlich Grundversorgung im Journalismus aufs Spiel und insbesondere auch für die kleineren und für die mittleren Medienunternehmen. Die grossen können sich eventuell selber sich bedienen, selber so etwas aufbauen, aber die kleineren und mittlere Unternehmen sind angewiesen auf die Dienstleistungen von der SDA. Jetzt könnte man aber auch sagen, die SDA macht monatlich Verlust. Es gibt ein Zitat vom Geschäftsführer von Markus Schwab im Echo der Zeit. Jeder Monat, der ins Land zieht, kostet uns 2 Millionen mehr. Also die SDA, die macht Verlust. Man musste etwas machen. Wir bestreiten dann nicht, dass man das überprüfen kann. Es geht einfach darum, dass man jetzt die Verhandlungen aufnimmt, die Transparenz schafft, die Zahlen auf den Tisch legt und dann tatsächlich auf Eigenhöhe darüber diskutieren kann, in welchem Ausmaß und welchem Umfang jetzt muss restrukturiert werden. Und dafür braucht es aber Verhandlungen auf Augenhöhe. Und das ist momentan nicht der Fall? Das ist momentan nicht der Fall. Die Informationen werden nicht auf den Tisch gelegt, Transparenz wird nicht geschaffen und darum sind die Leute heute auch da, darum sind die Leute auch hässig und wollen die Informationen von der Leitung endlich bekommen. Danke vielmals, Herr Gapacue, für die Informationen. Wir gehen ein bisschen weiter. Vielleicht können wir uns von außen von der Versammlung da nochmal ein kleines Bild schaffen, wie da die Situation aussieht. Es sind auch andere journalistische Organisationen da, wie zum Beispiel das Impressum, wo da Solidarität mit den Kollegen bekundet. Vielleicht noch ein bisschen Hintergrund zu der SDA. Wie gesagt, das ist die Agentur, die sämtliche Schweizer Medien mit Inhalt versorgt, damit man nicht ganz jede Meldung selber schreiben muss. Sie sehen das vielleicht, wenn Sie die Zeitung lesen, unten dran am Kürzel SDA, wo es da nichts zu lesen gibt. Dort sieht man, wenn man wirklich so eine Meldung von der SDA liest. Das finden Sie natürlich auch bei uns auf now.ch, eine Meldung von der SDA. Wir gehen jetzt mal da noch ein bisschen weiter. Ja, mich interessiert aber vor allem, hat er mehr als vorher.
Der Matthias Aebischer, SP-Politiker, Nationalrat, ist zum Beispiel da. Ich schaue ganz schnell, ob ich ihn verwischen kann. Er ist gerade noch in Verhandlungen oder im Gespräch. In diesem Moment kommen da die Mitarbeiter von der SDA runter, legen ihren Dienst nieder. Das heisst, sämtliche Schweizer Medien wird in dem Moment eine Lücke klaffen, weil die Informationen von der SDA fehlen. Vielleicht wird uns da gerade jemand etwas sagen von den Mitarbeitenden. Darf ich noch etwas fragen? Darf ich noch fragen, wie ist die Stimmung im Büro jetzt? Ganz einseimig. Wir sind wirklich alle zusammen. Ja, wirklich. Jetzt da sind Sie aufgebrochen, sämtliche Dienste niedergelegt, schafft niemand weiter? Es schaffen nur die Kadern. Also ja, sie sollten schaffen. Aber alle anderen Journalisten sind raus. Alle. Wie groß ist die Wut gegen diese Geschäftsleitung? Ah, die Wut ist sehr, sehr hart, sehr, sehr, sehr. Machen Sie sich noch Hoffnungen, damit diese Viertel kann abgewendet werden? Ein klein bisschen. Wir müssen reagieren, weil sonst, aber Hoffnungen sind sehr klein. Ihr Plakat sagt Fake. Was ist ein Fake? Ja, wenn wir keine mehr Presseagentur haben, die wichtige Quellen, dann mit Facebook und das alles. Und es ist schon schlimm so. Wir sind schon eine Garantie für Good News. Ein emotionaler Moment, dieser Moment, wo Sie die Arbeit niederlegen. Emotional und historisch. Erstes Mal, dass wir Streik machen für einen Nachmittag. Also, ja. Vielen Dank. Ja, die SDA, das ist eine Agentur mit langer Geschichte, seit 1895, das muss man sich mal vorstellen, gibt es die SDA. Die SDA ist die einzige Nachrichtenagentur in der Schweiz, wo sämtliche Medien mit Informationen beliefert. Jetzt schaue ich nochmal, ob man den Matthias Aebischer findet. Es ist da ein Gedränge, es sind geschätzt über 100 Leute da vor Ort am Protestieren, aber auch am Berichterstatten. Es vermischt sich da die Rolle der Journalisten, Berichten und Berichterstatten gleichzeitig und Demonstrieren. Der Aebischer ist ein vielbeschäftigter Mann gerade noch im Moment. Herr Aebischer, Sie sind da mit am Demonstrieren. Warum sind Sie da? Ja, das ist keine Frage. Also hier geht es jetzt um die Zukunft von der SDA, das ist die Schweizerische Depeschagentur. Und ganz viele Leute wissen nicht, was das ist. Sie lesen zwar tagtäglich Zeitungen, lesen die Berichte, die die 140 Journalistinnen oder 150 Journalistinnen und Journalisten da innen schreiben. Und jetzt will man die grillieren, filetieren. Und da will ich dagegen kämpfen, weil die SDA ist, man kann so ein bisschen sagen, die Seele von ganz vielen Redaktionen. Sei es jetzt Zeitungen, Radio und Fernsehen, zum Beispiel bei der Tagesschau. Ich habe 15 Jahre bei der Tagesschau geschafft. Wir haben immer mit SDA-Nachrichten geschafft, unaufgeregte Nachrichten. Und das soll es jetzt nicht mehr geben, das geht nicht. SCA macht Verlust. Der Marco Schwab, Geschäftsleiter, hat gesagt, 2 Millionen macht man hinterst jeden Monat, wo man die Kündigungen noch nicht vollzogen hat. Es bleibt ihnen gar keine andere Wahl. Wisst ihr, wenn ihr eine Medienvielfalt wollt in der Schweiz oder wenn ihr etwas wollt erreichen wollt, dass die Leute noch anständig informiert werden, das ist ein ganz höchstes Gut in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern, dann muss man etwas unternehmen. Ich wäre auch bereit, einen Vorstoss zu machen oder ich werde das auch machen, dass der Bund mehr Geld investiert, dass man eben nachher seriös kann arbeiten oder kann weiterarbeiten hier. Der Bund muss sich die Überlegungen machen. Es hat im Gebührentopf in Zukunft Gelder für das und da wäre ich dabei, sagen wir jetzt mal, da mehr Geld zu investieren, als man das heute macht. Jetzt in der ganzen No-Billag-Diskussion jetzt noch eine Forderung von Seite der SDA, dass man aus dem Gebührentopf sozusagen noch Geld für die SDA nimmt. Meinen Sie nicht, das könnte ein bisschen kontraproduktiv werden in dieser ganzen No-Billag-Diskussion?
Wisst ihr, es geht darum, für die Zukunft, wie sich die Leute in der Schweiz informieren. Und auch BILAG ist die gleiche Diskussion wie hier bei der SDA. Es geht darum, dass man eine hohe Qualität an Informationen hat, dass man neutrale Informationen hat. Und das ist ganz wichtig. Und darum gehe ich jetzt heute hier zu der SDA, zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der SDA. Und ich werde für sie kämpfen, ich werde für die SDA kämpfen, genauso wie ich auch für die SRG kämpfe. Vielen Dank, Herr Abischer. Jetzt fängt es an, Demonstration mit dem Megafon. Wir hören ein bisschen zu. Gewalt könnt ihr nach euren eigenen persönlichen Botschaften hier anbringen, auf den Plakaten. Und danach werden wir gemeinsam auf dem Trottoir zum Restaurant Mappamondo laufen. Auf der rechten Seite der Straße. Bravo! Bravo! Du willst noch etwas reden? Hier? Nein, wir gehen ins Mappamondo und dann würden wir es eben machen. Ja. Ja. Dann haben wir auch einen Rahmen, wo man gut zuhören kann. Ja. Bitte eben den Andreas. Herr Böni, dürfte ich Sie ganz kurz fragen für now.ch? Sie sind von der SDA. Was ist vorgegangen im Büro jetzt in diesen Minuten? Ja, es war so eine grosse Aufbruchsstimmung. Das klingt jetzt zwar vielleicht ein bisschen positiver, als es aussieht, aber sie sind auch aufgestanden und ich glaube nicht, dass manche noch da oben im Büro steht und arbeitet. Also ich glaube, ich habe Freude, dass die meisten da mitmachen. Ja. Was bedeutet das für den Schweizer Journalismus, wenn die SDA die Arbeit für einen Nachmittag niederlegt? Das sehen wir jetzt. Also meine persönliche Meinung ist sogar, dass wir, wenn es nichts bringt, jetzt da die drei Stunden aussetzen, dass wir mal ein paar Tage lang zeigen, was es bedeutet, wenn bei uns nichts läuft. Also wie dick das Zeitungen noch sind, die man in den Fingern hat, was auf den Online-Plattformen noch zu sehen ist, beziehungsweise wie die Kollegen bei unseren Kunden fluchen, weil sie jetzt alles selber müssen machen. Jetzt ist ja das mit diesen Besitzverhältnissen von der SDA so ein bisschen sachte gehörter Verlag. Gleichzeitig war es die Geschäftsleitung, die jetzt irgendwie die SDA verkleinert hat um ein Viertel. Wer tun Sie da zur Verantwortung ziehen? Das ist ein heikles Thema, aber das ist eigentlich historisch gewachsen. Letztlich sind wir in einer völligen Zwittersituation, weil die Besitzverhältnisse, ich glaube, ich kenne keine andere Bude, wo Besitzer auch noch Kunden sind oder immer nicht in dieser Ausgeprägtheit. Das ist eine schwierige Frage. Also, da möchte ich mich nicht auf den Test rauslassen. Ich kann ja nicht verlangen, man müsste die Besitzverhältnisse ändern. Das wäre eine riesen Umstellung. Aber es ist ein Problem, die Besitzverhältnisse. Jetzt hat es geheissen von Seiten der SDA-Mitarbeiter, das sei jetzt die erste Stufe, die wir da zünden mit dem Nachmittagsstreik. Das heisst, es gibt auch weitere Stufen, die man zünden könnte? Ja, das weiss ich nicht. Da wird jetzt mit meinem Kollegen, der die ganze Sache leitet, nicht reinreden. Können Sie sagen, was geht weiter da auf der Straße? Sie laufen, so viel ich weiß, laufen sie vorher zum Mappamondo, aber da müssen wir jetzt sehen, wo vorhin das Megafon geredet hat, ist die bessere Ansprechpartnerin. Gehen wir noch fragen. Können Sie vielleicht noch etwas sagen, wer macht jetzt die Arbeit weiter da in der Redaktion? Wir haben gehört, das sagen die Chefs. Das sind aber nicht mehr besonders viele Leute, die jetzt da Nachrichten verbreiten. Nein, also es ist schon so. Es ist absolute Minimalbesetzung. Und das ist ja klar, die Kader sind mittlerweile, die sind im Boot, oder? Also die können gut selber streiken. Sie tragen die Neuausrichtung in dem Sinn mit. Und die müssen jetzt schauen, dass in den nächsten drei Stunden das Zeug einfach einigermaßen funktioniert. Wie ist, glaube ich, diesen Leuten hier allen gleich? Danke vielmals. Wir mischen uns da nochmal ins Getümmel rein. Der Name wäre vielleicht noch wichtig. Ich bin der Markus Böni, B-E-N-I, und ich bin Newsmanager bei der SDA. Danke vielmals, Herr Böni. Wir gehen gerade noch zu der Frau Regula Ritz. Frau Ritz, dürften wir Sie ganz kurz vernau? Ja, Sie sind da mit bei den Journalisten am Solidarität bekunden. Warum als Politikerin?
Es ist ganz wichtig, dass wir in der Schweiz eine Medienvielfalt haben und Medienqualität. Die Nachrichtenagentur SDA hat für viele regionale Zeitungen und auch Radioprogramme heute eigentlich Grundlagen geliefert, vor allem zu internationalen Themen oder zu nationalen Themen. Wenn das wegfällt, dann werden auch die regionalen Zeitungen und Radio keine Existenzberechtigung mehr haben. Das macht mir grosse Sorgen. Wir brauchen in unserem Land mit der direkten Demokratie eine breite Medienlandschaft, sonst sind die Leute schlecht informiert. Laufen Sie auch mit dem Zug mit, sonst würde ich vorschlagen, ich stelle noch ein, zwei Fragen, aber wir laufen da gerade mit, wenn das für Sie gut ist. Jetzt ist sie aber so, ich habe schon ein paar andere Leute gefragt, die SDA schreibt Verlust im Moment, 2 Millionen täglich, hat der Geschäftsführer gesagt, wenn man die Kündigungen nicht vollzieht. Es bleibt eigentlich keine andere Wahl, als so einen Schritt zu machen. Ja gut, bis jetzt hat das ja noch nie rentiert. Verleger haben ja das als gemeinsame Nachrichtenagentur eingerichtet, damit sie auch Geld sparen können. Nicht in jedem Thema müssen ihre Spezialisten überall platzieren und darum haben sie davon profitiert. Ich sehe eher ein anderes Problem. Man will ja jetzt fusionieren mit Kisten zusammen. Offenbar ist jetzt da eine neue Logik auch drin, dass man mehr Gewinne rausziehen will, dass man Dividenden zahlen will. Man hat auch die Reserven auflösen von der SDA, anstatt in Journalismus zu investieren. Und das kann auf Dauer nicht aufgehen. Und darum ist es für mich klar, offenbar muss das Management noch das ABC von der Sozialpartnerschaft lernen, aber auch das ABC vom Wirtschaften. Man kann nicht aus einem so einen Nachrichtendienst aus viel Geld rausziehen, viel Profit rausziehen, sondern man muss es wirklich als Service Public organisieren. Der Bund ist bereit, etwas zu finanzieren. Und das geht nur, wenn keine Dividenden fließen, aus meiner Sicht. Jetzt ein Streik, das heisst, es fehlt nachher eigentlich Information. Ist das der richtige Weg, um für besseren Journalismus zu kämpfen eigentlich? Der Streik ist ja vor allem von den Arbeitnehmern das letzte Instrument, wenn man nicht angehört wird, wenn man nicht ernst genommen wird von einer Geschäftsleitung. Das ist hier offenbar der Fall. Man hat ja viele Vorschläge gemacht, wie man es anders organisieren könnte, wie man es besser machen könnte, damit man auch die ganze wirtschaftliche Situation kann verbessern. Man hat offenbar nicht gehört. Und dann ist es natürlich das Recht an den Arbeitnehmenden, hier auch zu sagen, jetzt zeigen wir mal, was fehlt, wenn wir weggespart werden. Und jetzt sind es, glaube ich, 3 Stunden mit dem Nachmittag. Und wenn die 40 Stellen abgebaut werden oder wie viel es am Schluss dann werden sein, dann wird dann nachhaltig werden die Journalistinnen fehlen und die Informationen für einen guten, vielfältigen, qualitativ hochstehenden Medienplatz Schweiz. Danke vielmals, Frau Regula Ritz, Nationalrätin von den Grünen. Wir gehen ein bisschen weiter, kämpfen uns nochmal an die Spitze von diesem Demonstrationszug führen. Es ist ein langer Zug, der sich da inzwischen durch die Länggasse zieht, hier zu Bern. Ja, sicher. Sie sind da mitdemonstrieren, warum? Ja, wir kämpfen für die SDA, dass sie erhalten bleibt als eine leistungsfähige Agentur für den Service Public. Was bedeutet denn die SDA für Sie? Oder was haben Sie das Gefühl, warum ist sie wichtig? Wir spielen eine wichtige Rolle im Service Public als Basis der Nachrichten für die ganze Medienwelt in der Schweiz. Wir sind im Hintergrund und man hat uns bis jetzt nie gross zur Kenntnis genommen. Aber wenn wir nicht mehr da sind, würde etwas Wichtiges fehlen. Erstaunt Sie das, so grosse Solidarität für das, dass man ja eben eigentlich als Leser die SDA gar nicht unbedingt kennt? Ich finde es toll, dass jetzt doch so viele Leute da gekommen sind, die uns unterstützen. Danke vielmals. Für die, die erst neu zuschauen, ich wiederhole nochmal, die SDA, die Schweizerische Depeschenagentur, streikt. Seit 2 werden keine Nachrichten mehr verschickt. Das hat grosse
folgen, weil fast sämtliche Schweizer Medien bedienen sich am Angebot von der schweizerischen Depeschenagentur, bringen Meldungen, die die SDA verfasst und gewährleistet, dass die Informationen, die man dort verschickt, auch stimmen. Der Demonstrationszug aus Politikern und Journalisten, der bewegt sich jetzt langsam hier die Länggasse durch ab. Ob denn die Forderungen von der SDA-Mitarbeiterkommission erhört werden? Ich kann die vielleicht einmal noch schnell erwähnen, um was es da geht. Die SDA fordert, dass man nicht so wahnsinnig schnell vorwärts macht mit dem Stellenabbau, wie die Geschäftsleitung will. Die Geschäftsleitung will noch im Januar die Kündigungen aussprechen. Ein Viertel der Leute sollen abgebaut werden bei der SDA. Die Mitarbeiter der Redaktionskommission will das verhindern. Will, dass man mehr Zeit überkommt für Verhandlungen. Weiter ist gerade eine Online-Petition gestartet worden, wo Mitarbeiter von der SDA eigentlich fordern, dass man aus dem Gebührentopf für Radio und Fernsehen Geld nimmt und dass man das Geld dann eben auch für die SDA benutzt, weil die SDA eigentlich für die journalistische Grundversorgung vom Land zuständig ist und durch das, so wie die SDA sagt, eine wichtige Funktion für die Demokratie hat. Jetzt in 30 Metern werden wir hier beim Mappomondo, beim Restaurant ankommen, wo sich da die streikenden SDA-Journalisten treffen. Das heisst, der Demonstrationsumzug da durch die Stadt, der kommt dann da zu einem vorläufigen Ende. Wie, dass das aber dann weitergeht, ob die Forderungen durch die Niederlegung der Arbeit ernster genommen werden als bisher, das wird sich dann zeigen. Wir haben vorher natürlich auch versucht, die Gegenseite in diesem Konflikt zu befragen. Wir berichten ausgeglichen. Es ist so, wir haben den Geschäftsführer, den Markus Schwab, nicht können erreichen. Wir haben dann ein SMS bekommen, ich kann im Moment nicht sprechen. Das heisst, er ist momentan gerade nicht erreichbar für die Journalisten. Ich wiederhole aber nochmal, was er gestern verlauten lassen hat im Echo der Zeit. Jeder Monat, der ins Land zieht, kostet uns 2 Millionen mehr. Das heisst, die SDA hat zu wenig Geld, kommt zu wenig Geld über von ihren Besitzern von Verlägen in der Schweiz. Und darum hat sich die Geschäftsleitung zu dem Schritt von den Kündigungen